Die Wall Street absolviert heute ihren besten Tag seit Juni letzten Jahres oder November letzten Jahres. Kommt darauf an, welchen Index man sich anschaut. November letzten Jahres, da war die Impfstoffhoffnung durch BioNTech, Pfizer, dieser Impfstoff. Juni ist schon ein bisschen länger her. Ich weiß nicht, was damals die Rallye getrieben hat. Jedenfalls ist die Frage, ja, warum geht es eigentlich so stark nach oben? Man könnte sagen, okay, wir hatten jetzt am Wochenende die Zulassung des Impfstoffes von Johnson & Johnson. Aber das war erwartet. Das hat keinen mehr wirklich überrascht. Und normalerweise steigen Märkte ja, wenn irgendwas Positives passiert, was überraschend ist. Und dann haben wir die Verabschiedung des Stimuluspaketes von Joe Biden, 1,9 Billionen durch das US-Abgeordnetenhaus. War aber auch erwartet worden, also auch keine Überraschung. Das Ganze muss jetzt noch durch den Senat, da wird die ganze Geschichte ein bisschen schwieriger. Also warum steigen die Märkte? Was ist da los? Warum geht es so nach oben? Obwohl auch die Renditen nicht wirklich fallen für die Staatsanleihen. Und das war ja das, was die Märkte in der letzten Woche doch ziemlich, naja, gestresst hat, nervös gemacht hat. Aber wir wollen uns mal anschauen, was heute den Ausschlag gegeben haben könnte in diesem Umfeld. Fangen wir zunächst mal an. Und das war der Auslöser der Rallye, das war wahrscheinlich der Treiber der Rallye. Dieser junge Mann, den Sie hier sehen, ist Mr. Lowy, der Notenbankchef der Bank of Australia. Und die hat heute Nacht nochmal richtig zugegriffen, hat für über 4 Milliarden australische Dollar Staatsanleihen gekauft, hat also quasi Quantitative Easing betrieben. Daraufhin die Renditen der 10-jährigen australischen Staatsanleihe massiv nach unten geschossen. Zweitgrößte Bewegung der letzten 19 Jahre, muss man sich mal vorstellen. Und das hat so ein bisschen für Beruhigung gesorgt, wo man sich gesagt hat, ja, guckst du, die werden ja agieren, die Notenbanken, die werden das nicht zulassen. Und es ist ja dieser Anstieg der Renditen aufgrund der Inflationserwartungen, die so ein bisschen die Aktienmärkte deswegen nervös gemacht hat, weil dann praktisch das Anleihespektrum wieder attraktiver wird. Weil eben hier höhere Renditen, höhere Risikoprämien für Staatsanleihen tendenziell negativ sind, vor allem für bestimmte Gruppen von Aktien, dazu gleich mehr. Jedenfalls war das der Auslöser, dass wir schon in der Nacht auf den heutigen Montag steigende Kurse gesehen haben. Natürlich kann man sagen, ja, Montag, es ist Montag. Hoffnung, ja, Stimulus-Hoffnung, Impfstoff-Hoffnung, Handelskrieg-Hoffnung, Montags-Hoffnung, Anfang der Woche Hoffnung, also es gibt ja viele Motive für Hoffnung und die passieren gerne am Montag, aber das war sozusagen wahrscheinlich der entscheidende Trigger erstmal, damit die ganze Geschichte ins Laufen kam. Und heute haben einige Notenbanker nachgelegt. Villeroy, der Chef der französischen Notenbank und dementsprechend Mitglied der EZB, hat gesagt, ja, wir müssen da vielleicht alle unsere Instrumente einsetzen, zum Beispiel Deposit Rate Cut, also den Einlagezinssatz, der ohnehin schon negativ ist, nochmal ein bisschen runternehmen. Wir müssen da auf alle unerwünschten Verschärfungen der Kreditbedingungen reagieren. Naja, wenn man sich anschaut, die deutsche Staatsanleihe nach wie vor deutlich im Minus rentierend, wo da die verschärften Kreditbedingungen herkommen sollen, ist ein Geheimnis. Aber man sieht, die Notenbanker, die agierten entweder wie die australische Notenbank eben wirklich konkret mit Handlung oder eben verbal. Und das sowohl hier nochmal die EZB, eben in der letzten Woche, als es so turbulent an den Anleihenmärkten zuging, sogar ihre Käufe von Staatsanleihen reduziert hatte, also deutlich runtergefahren hatte im Vergleich zu den Vorwochen, warum auch immer. Aber dann kam auch Lael Brainard und das ist nicht irgendwer, sondern das ist wahrscheinlich die künftige Chefin der Fed, denn die Amtszeit von Jerome Powell endet Anfang 2022 und Lael Brainard ist Mitglied der Demokraten. Sie ist dazu noch eine Frau, das passt also hervorragend in die Agenda schon mal der US-Demokraten und wenn dann die Amtszeit von Powell abläuft, dann dürfte sie zunächst mal die Favoritin sein auf diesem Job und die hat heute gesagt, ja, da ist natürlich einiger Stress jetzt doch in diesen Anleihemärkten. Und vielleicht müssen wir da irgendwas machen mit Repos oder anderen Änderungen. Und das war dann nochmal so ein Trigger, dass die Fed das erste Mal in irgendeiner Form signalisiert hat, dass dieser Anstieg der Renditen für sie schon ein Thema sein könnte. Letzte Woche hat man noch gesagt, ja, ein Zeichen des Vertrauens in die Erholung der Wirtschaft, dass die Renditen steigen. Jetzt sagt man, sie verursachen ein bisschen Stress. Also es ist das erste Zucken der Fed, das wir hier heute gesehen haben. Und am Donnerstag wird der Jerome Powell auf einer Konferenz auftreten. Die Frage ist, wird er sich da aus dem Fenster lehnen auf einer Konferenz oder eben warten dann vielleicht für Äußerungen
auf die nächste Notenbanksitzung der FED Mitte März? Das ist die Frage. Aber schauen wir uns nochmal an, was eigentlich vielleicht der entscheidende Trigger ist für die Märkte. Michael Harnett, ich hatte das heute Morgen im Videoausblick schon thematisiert, hat gesagt, Markets stop panicking when policymakers panic. Also die Märkte hören auf, Panik zu schieben, wenn die Notenbanker Panik schieben. Und genau das ist in Australien passiert. Und wir sehen schon bei der EZB und jetzt auch in ersten Ausläufern bei der Fed eben diese Nervosität zumindest, dass man das schon sehr stark zur Kenntnis nimmt und verbal oder eben mit Handlungen versucht, dagegen zu schießen. Und das ist wahrscheinlich der Grund, dass man jetzt Panik gesehen hat, so ein bisschen, wenngleich nicht von der Fed, aber dann eben bei den Australiern zuerst, wo man sich sagt, ja okay, das werden die schon nicht eskalieren lassen, und noch glaubt man, dass die Dinge auch wirklich im Griff sind durch die Notenbanker. Die Frage ist, ob dieser Glaube irgendwann verloren geht. Aber wir haben auf der anderen Seite wirklich Anlass für jetzt doch gestiegene Inflationserwartungen. Wir hatten heute den ISM-Index, bester Stand seit, glaube ich, 2004. Über der Marke von 60, historisch sehr, sehr hoch. Jedenfalls sehen wir vor allem, dass die Prices Paid extrem hoch sind. Das ist schon sehr, sehr lange hoch gewesen, dass wir hier solche Werte gesehen haben, fast 20 Jahre, 86, irgendwas. Das heißt, zum Vormonat sind die Preise nochmal deutlich angestiegen. Im Vormonat hatten wir einen Wert von 80, 50 ist die Wegscheide zwischen wird geringer oder wird eben größer. Alles über 50 wird größer. Wir hatten im Vormonat, wie gesagt, schon 80, jetzt in diesem Monat 86, also die Preise explodieren. Und da hat heute auch Market gesagt, die Daten, praktisch ein konkurrierender Einkaufsmanager zum ISM-Index, die haben gesagt, ja, also diese Rohstoffpreise sind massiv in die Höhe geschossen für die Unternehmen. Das hat dazu geführt, dass die Kosten für die Unternehmen massiv gestiegen sind. Und wir sehen auch in Deutschland, hier jetzt heute die Daten aus dem Februar, 1,3% gestiegen, die Verbraucherpreise im Januar ja schon 1%. Also da sieht man, dass A, die Mehrwertsteuererhöhung da eine Rolle spielt, dann diese CO2-Abgabe und vor allem der Ölpreis. Der ist dafür ausschlaggebend gewesen, dass jetzt im Februar dann die Preise nochmal deutlicher als erwartet angezogen war. Eigentlich war nur 1,0 erwartet. Die Abweichung von 0,3% ist dann schon eine Größe in diesem Bereich. Also wir sehen, die Zeichen der Inflation sind durchaus da. Und vor allem sind es jetzt die kurzfristigen Inflationserwartungen, die nach oben schießen. Die steigen schneller als die langfristigen Inflationserwartungen. Wie wir hier sehen, das erste Mal seit langer Zeit, dass die Märkte eher im kurzen Zeitfenster jetzt mehr Inflation erwarten als im langen Zeitfenster, aber dennoch ist wahrscheinlich noch viel, viel Luft für die Renditen nach oben, eben aufgrund dieser Inflation. Hier sehen wir mal den Vergleich zwischen eben Break-Evens, das sind inflationsgeschützte Anleihen, respektive das, was die Märkte erwarten an Inflation. Da ist man schon bald im 3%-Bereich und die Renditen für die 10-jährige US-Staatsanleihe, die ist so bei 1,4 und ein paar zerquetschte, je nachdem. Also ein großer, großer Abstand. Da ist noch reichlich Luft nach oben, sagt auch JP Morgan. Aber die Aktienmärkte werden das gut wegstecken. Naja, in der letzten Woche, da ist durchaus einiges passiert. Da hat man es nicht so gut weggesteckt. 3,5 Billionen an Marktkapitalisierung sind da mal eben verschwunden. Das entspricht in etwa dem deutschen Bruttoinlandsprodukt. Und jetzt muss man natürlich eines sehen. Wenn man jetzt mal Aktien und Anleihen, Staatsanleihen vergleicht, dann sprechen zwar alle von der Rallye der Aktienmärkte, aber faktisch war die Rallye der Anleihenmärkte viel größer. Das sehen wir hier vor allem bei den Geldzuflüssen. Es ist deutlich mehr Geld in die Anleihemärkte geflossen und das hat sich ja auch rentiert, denn die Anleihekurse sind permanent gestiegen, daher die Renditen gefallen. Während wir jetzt seit 3 Jahren eher Abflüsse aus den Aktienmärkten gesehen haben, diese ganze Spekulationsblase hat sich eher aufgebaut über Optionen, die hier sozusagen gehebelt agieren können. Aber es ist praktisch mit den Anleihen einer Klasse, ein Investmentvehikel, super, super gut gelaufen in den letzten Jahren, wenn nicht gar Jahrzehnten. Hier sehen wir mal eine Aufstellung bei den Anleihen weltweit, wenn man so will. Und da hatten wir in den letzten gefühlt 500 Jahren im Prinzip nur jetzt im Jahr 2021 ein negatives Jahr bisher. Dann hatten wir im Jahr 2013 ein negatives Jahr und davor hatten wir ja eigentlich erst im Jahr 1999 wieder ein negatives Jahr für Anleihen. Also das müssen die Aktienmärkte erstmal hinkriegen und vor 1999, dann 1994
und dann bis 1977 gar kein negatives Jahr mehr. Also das war schon sozusagen der Bringer schlechthin, diese Anleihen. Und das, die Sorge ist, dass diese Rallye jetzt vorbei ist, die ja letztendlich dafür gesorgt hat, dass ja, die Staaten sich so extrem günstig refinanzieren können, dass das Geld locker sitzt, eben weil die Renditen, die Risikoprämien so gering sind. Und wenn dieses Schema mal aufhören würde, dann wäre richtig Chaos, wäre richtig Trouble, auch für die Aktienmärkte. Und deswegen waren die in der letzten Woche ja ziemlich nervös und haben sich ein bisschen aufgeregt. Es gibt aber auch Skeptiker, zum Beispiel einige Pensionsfonds, die sagen, also wir glauben an diese Inflationsgeschichte nicht. Und das war ja der Grund, weswegen die Renditen gestiegen sind. Eben die Erwartung steigender Inflation, Reflationstrade, Inflation deshalb, weil eben Corona vorbei durch Impfstoffe, weil dann eben der Stimulus durch die Politik und nach wie vor das Geld drucken durch die Notenbanken. Aber hier sagen einige Pensionsfonds, ja, die deflationären Komponenten, die werden weiter sehr, sehr kräftig sein. Also es gibt schon Zweifler an dieser Inflationsgeschichte. Und diese Zweifel beschleichen manche Aktieninhaber auch langsam, denn wir sehen hier mal die realen Renditen, die sind in letzter Zeit deutlich weniger negativ geworden und das hat normalerweise Auswirkungen dann auch auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Aktien, denn steigende Renditen führen dazu, dass die Marge von Unternehmen eben schlechter werden und Marge ist eben genau der Punkt, der hier im Fokus ist. Wir sehen hier mal zum Beispiel gerade die von steigenden Renditen betroffenen Werte sind unprofitable Tech-Aktien und davon gibt es mehr als in der Dotcom-Bubble, man glaubt es kaum, ist aber so und die haben jetzt doch ziemlich deutlich gelitten, während der MSCI Europe natürlich sehr gut gehalten hat. Sind zum Beispiel diese unprofitablen Tech-Unternehmen doch sehr, sehr stark unter Druck gekommen. Auch profitable Tech-Unternehmen wie Apple zum Beispiel über 8% im Minus. Und jetzt kommt ja noch dieser ganze Sugar Rush, dieser ganze Stimulus von 1,9 Billionen obendrauf. Vielleicht wird es ein bisschen weniger, weil der Senat das nicht durchkriegt. Wir werden sehen. Aber wo ist eigentlich das Problem? Das Problem, das jetzt durch diesen Sugar Rush kommt, ist, dass wir danach wahrscheinlich in ein ziemliches Loch fallen. Denn wir sehen, dass die Unternehmen jetzt Folgendes machen werden. Die wissen natürlich genau, dieser Stimulus ist wirklich ein Sugar Rush. Das ist sozusagen eine einmalige Geschichte. Deswegen werden wir nicht mehr Leute einstellen oder mehr investieren, denn wir wissen, das passiert einmal und dann ist die ganze Geschichte vorbei. Aber auf der anderen Seite sorgt dieser Stimulus eben dafür, dass die Inflationserwartungen nach oben gehen. Das verteuert dann wiederum Rohstoffpreise, Rohstoffe als ein Hedge gegen Inflation. Das bedeutet wiederum höhere Kosten für die Unternehmen. Die müssen sie irgendwie weitergeben. Wenn das nicht geht, dann muss man sparen, muss man Kostenfaktoren abbauen. Das sind zum Beispiel Arbeitsplätze. Und irgendwann ist diese ganze Geschichte vorbei. Entweder sind die Preise höher oder die Unternehmen sind effektiver geworden. Sprich, sie arbeiten mit weniger Mitarbeitern. Und dann werden viel mehr Menschen nach wie vor ein Problem haben, weil sie dann eben möglicherweise dennoch arbeitslos sind, trotz des Stimulus. Das ist sozusagen der Teufelskreis. Wenn ich eine Wirtschaft so komplett im Prinzip auf Helikoptergeld trimme, wie das die Amerikaner jetzt machen, dann kann ich nicht damit aufhören eigentlich. Sondern ich muss dann immer weitermachen, sonst falle ich irgendwann in ein ziemlich tiefes Loch. Aber am Anfang des Videos war die Frage, warum sind eigentlich die Aktienmärkte heute so stark gestiegen? Ein Punkt, was die Wall Street zumindest betrifft, ist, dass wir jetzt zum Ende der Woche hin einen sehr starken Aufbau von Short-Positionen gesehen haben, wie hier zum Beispiel Goldman Sachs mitgeteilt hat. Und das bedeutet, wir haben wieder ein Potenzial für einen Short Squeeze. Das, was ja in letzter Zeit eher weniger der Fall war, weil keiner sich mehr getraut hat, Short zu stehen, auch durch diesen massiven Anstieg der sogenannten Meme-Aktien wie GameStop, ist das ja alles immer gefährlicher geworden. Jetzt also wieder ein Short Squeeze, heute wahrscheinlich als einer der Treiber für diese ganze Rallye, eben neben der Bereitschaft offenkundig der Notenbanken hier mal ein bisschen was zu tun oder zu sagen zumindest. Und wir sehen, dass die Stimmung gleichwohl auch bei den US-Privatanlegern wieder sehr, sehr bullisch ist. Gibt also viel mehr Bullen als Bären. Dennoch haben wir heute einen Short Squeeze gesehen, wahrscheinlich von institutionellen Anlegern, die sich gesagt haben, oh, diese ganze Inflationsgeschichte, die wird uns zu heiß, wir müssen absichern. Und diese Absicherungen sind vielleicht heute ein Stück weit aufgelöst worden. Und wir sehen nach wie vor diese extreme Spekulationsmanie in Penny Stocks.
vorwiegend in Penny Stocks, OTC Shares, also die over the counter, nicht direkt über Börsen gehandelt werden. 90 Milliarden jeden Tag, so die Stückzahl. Das ist schon der Hammer. Wir sehen, wie das Volumen hier explodiert. Und auffallende Explosion beim Volumen auch bei der Bank of Japan, die ja auch als Aktie gehandelt wird, ähnlich wie die Schweizer Nationalbank. Und hier sehen wir, dass unglaublich viele Retail-Investoren jetzt die Aktie der Bank of Japan gekauft haben. Warum auch immer. Jedenfalls sehen wir, dass derzeit eben entweder alles fällt oder alles steigt. Und das sehen wir auch bei Bitcoin zum Beispiel. Bitcoin hat sein Allzeithoch erreicht, als im Januar die Aktienmärkte ihr Allzeithoch erreicht haben. Ende Januar dann die Korrektur, sowohl bei den Aktienmärkten als auch bei Bitcoin im Februar, dann wieder neue Allzeithochs. Bitcoin auf neue Allzeithochs und jetzt haben wir gesehen, Ende Februar diese Korrektur und auch Bitcoin mit einer Korrektur am Wochenende ja deutlich noch unter Druck gewesen, so im 43.000er Bereich, heute dann kurzfristig mal wieder über 50.000 gestiegen. Also entweder es steigt alles oder es fällt alles, entweder alle haben Angst oder keiner hat Angst. Derzeit ist jetzt diese Angst ein bisschen weg, weil man sich sagt, naja, zwar sind die Renditen zum Beispiel der 10-jährigen US-Staatsanleihe nicht gefallen, aber es wird schon nicht so schlimm kommen. Ich glaube, dass auf jeden Fall der Markt die Fed nochmal austesten wird, die Renditen für die amerikanischen Staatsanleihen noch nach oben bringen wird, weil eben das Thema Inflation nach wie vor heiß ist. Und solange das Thema heiß ist, wird der Markt versuchen, die Fed auszutesten, wird sie pieksen, wird sie piesacken, bis die Fed dann reagiert. Und da ist dieses Thema eben noch nicht vorbei. Deswegen glaube ich nicht, dass diese Rallye, die wir heute gesehen haben, jetzt einfach so weitergeht, dass das Thema Inflation, steigende Renditen gegessen ist. Das zumindest ist meine Einschätzung. Vielleicht haben Sie eine andere. Ich wünsche jetzt einen wunderschönen Feierabend und sage Servus und Ciao.